So, liebe Leutchen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, euer Bergi hier direkt aus Torchlight. Ja, nein, nicht Torchlight 2, aufgepasst und mitgemacht, es ist Torchlight 1. Jetzt werden sich viele fragen, Mensch, warum holst du denn jetzt so einen alten Schinken raus, Bergi, was willst du denn damit? Ganz einfach, am 15. Mai kommt Diablo 3 raus und das werde ich ja natürlich Let's Playen von Beginn an. Und ich habe versprochen, ich werde ein Hardcore-Let's Play machen, also sprich nur einen Charakter, oder sprich nur ein Leben zu haben und man darf halt eben nicht sterben. Und das in einem Spiel, das man ja vorher noch nie gespielt hat. Es wird eine geile Geschichte, wie lange es dauern wird, weiß ich nicht. Und ich möchte mich ein bisschen vorbereiten. Ich möchte wieder so ein bisschen reinkommen in die alten Diablo 2 Zeiten. Also sprich, als Hack and Slay meine Sehnscheide so richtig belastet haben. Auf jeden Fall möchte ich das ein bisschen spielen, möchte mal angucken. Und ich habe mir Torchlight 2 vorbestellt. Und deswegen habe ich jetzt auch Torchlight 1 kostenlos dazu bekommen. Und wenn ich den schon auf dem Rechner habe und ein bisschen spiele, warum nicht aufnehmen und euch mitnehmen. Wir werden einfach starten. Erstmal brauche ich ja einen Charakter. Ich will auch gar nicht so viel vorneweg quatschen immer. Das ist immer viel zu lange Rumgelöle und was ich was. Das wollt ihr ja gar nicht wissen. Ihr wollt wissen, wie das Spiel aussieht. Ihr wollt sehen, wie ich mich schlage. Und deswegen machen wir uns erstmal einen Charakter. Mein Hund heißt natürlich Lilly. Sieht zwar nicht so, sieht aus wie ein Wolf. Aber ist ja egal. So. Dann habe ich gleich vorneweg noch, das muss ich noch sagen, ein riesengroßes Dankeschön an die geile Torchlight-Community. Die haben nämlich einen Mod herausgebracht, der das Spiel in Deutsch darstellt. Und Deutsch ist ja, sage ich mal, normal nicht erhältlich, auch bei Steam nicht. Und das könnt ihr euch da runterladen. Ich gebe euch den Link auf jeden Fall von dem Mod, der nennt sich Fackelschein. Einfach Torchlight übersetzt und gibt halt einfach so ein bisschen einfacher die Möglichkeit, das Ganze zu kommentieren. Sonst müsste man ja immer den englischen Text nochmal übersetzen, das nervt einfach tierisch. So meine Erfahrung, auch wenn ich selber mal Let's Play schaue, die vom Spieldesign her einfach englisch sind und man dann versucht, das alles zu übersetzen und ähnlich gute Stimmung rüberbringen zu können. Okay, alles klar. Destroyer, das ist mein Barbar, nehme ich mal an. Der Zerstörer übertrifft alle anderen im Nahkampf durch die Kraft seiner Ahnen. Alles klar, der Typ heißt selbstverständlich Van Bergen. Wie soll das anders sein? Und so eine Olle nehme ich nicht. Ich nehme auch keinen Alchemisten, sondern wirklich direkt den Barbar. Sieht ja schon ganz cool aus. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ich spiele das Ganze blind, habe Torchlight noch nie vorher gespielt. Müssen wir dazu sagen. Was für ein Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn? Kann ich natürlich gleich Hardcore machen. Achtung, wenn der gerade stirbt, bleibt er tot. Nein, das hebe ich mir auf für Diablo 3. Hier spiele ich aber auch sehr schwer. Ich denke mal, das ist Masochisten-like. Und okay, der Text ist trotzdem Englisch. Und ich versuche mal jetzt so halbwegs zusammenzureißen, was sie hier von mir wollen. Always lead me back to conflict. When I heard of the evils befalling Torchlight, I returned from the wilderness. Tales of madness, townsfolk slain or missing, and a darkness rising from the deep. It was inevitable that I was drawn to this place. My blades would not be still. So I made the long journey. I arrived at sunset, and while things at first seemed simple, I did not know then the shadows I would face. Also ich reiß es mal ganz kurz ab, liebe Leute, weil es mich selber auch teilweise immer extrem langweilt, wenn keine gute deutsche Übersetzung da ist und ich auch ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig schnell englische Texte übersetze. Ist auch nicht so wild. Das Wichtigste ist, er kommt aus dem Wald auf dem Weg auf eine lange Reise und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Und hier ist bereits ein Tipp aufgeploppt, der ist ganz interessant. Willkommen in der Stadt Torchlight. Erkunde die Umgebung, indem du links klickst, um herumzulaufen. Besuche die Einwohner der Stadt, um einzukaufen oder Aufträge zu erhalten. Wenn du bereit bist, betrete die Minen, um deine Reise zu beginnen. Alles klar. Erstmal ein bisschen umschauen. Ich habe hier schon wieder eine ganze Menge Fähigkeiten. Okay, auf 1, 2, 3 hier unten sind schon... Aufschlitzen ist bereits schon eine... Okay, die baut... Dein Mana-Vorrat ist niedrig, Mana wird gebraucht, und Fähigkeiten und Zaubersprüche zu wirken. Okay, Mana regeneriert mit der Zeit, aber für einen schnellen Schub trink einen Mana-Trank, indem du auf ihn per Rechtsklick aktivierst. Du kannst... Ja gut, die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht 1 zu 1, aber es gibt zumindest einmal den Anhaltspunkt, wie es laufen soll, indem du auf ihn per Rechtsklick aktivierst. Okay, alles klar. Auch die zugehörige Nummerntaste drücken, auf die du deine Tränke in der Quick-Slot-Leiste am unteren Bildschirmrand platziert hast. Ja, das ist ganz wichtig. My mana is low. My mana is low. Alles klar.
Das ist eine sehr geile Übersetzung. Er sieht auch ganz cool aus. Ich kann so ein bisschen reinscrollen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Dann sehe ich ein bisschen den Waldschrat, wie er denn aussieht. Bei Tab, auf Tab kann ich, wenn es denn möglich ist, kann ich die, genau, die Fähigkeit auf der rechten Maustaste wahrscheinlich dann wechseln, wenn ich dann weitere habe. Identifikationsrolle, Gegenstand identifizieren und auf 2 Stadtportalrolle. Okay, nicht vergessen, wir spielen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad oder den härtesten Schwierigkeitsgrad. Da muss ich ein bisschen langsam vorgehen, bevor ich hier gleich in die Kiste springe. So, Charakterübersicht. Skills ist ja ganz interessant. Berserker, okay, aufschlitzen. Dualer Einhandwaffenkampf. Ansturm. Titan. Spektral, okay, da kann ich nochmal richtig nochmal skillen. Das erschließt sich mir auch nicht sofort. Lass ich dann auch mal zu. Pausenmodus. Ist ja cool. Kann ich mich so ein bisschen umschauen. Okay, ist eine, so eine generierte 3D-Welt. Ganz anders wie bei Diablo, da ist es ja rein isometrisch. Schauen wir mal hier. Itemnamen anzeigen. Okay, I, ich rück mal I für Inventar. Alles klar, da brauche ich glaube ich nicht viel Erklärung. Da habe ich eine rostige Klinge. 25 Damage per Second, alles klar. Physical Damage 9 bis 18. Average Attack Speed. Okay, 1 aktive Waffe wechseln. W drücken. Da kann ich dann die Waffe noch wechseln. Sehr geil. Zauber habe ich noch keine. Fische habe ich auch keine. Fische wahrscheinlich für meine Lilly hier, für den Hund. Und was haben wir hier unten? GP 100? Keine Ahnung, okay. So viel dazu. Was haben wir denn hier noch? Charakterübersicht. Heide Witzke, ach Gott, meine Güte, wieder ein Haufen Zeug, wo ich mir reinziehen darf. Resistenzen sind ganz wichtig, klar. Bei späteren Bosskämpfen kann ich mich dementsprechend skillen. Inventar, Skills und Journal. Difficulty very hard. Und ich habe schon angeblich 2 Minuten gespielt, obwohl ich hier bloß rumstehe. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal und gucken uns das an. Was habe ich hier? Pet-Übersicht. Dies ist dein Haustier-Inventar. Ein Haustier kann ebenso viele Gegenstände tragen wie du selbst. Du kannst dein Haustier durch auch Gegenstände direkt vom Boden aufheben lassen, indem du Shift gedrückt hältst und auf sie klickst. Okay, sehr cool. Dann lasse ich die gute Lilly hier ein bisschen was tragen. Das ist ganz cool gemacht. Quest habe ich noch keine, ist klar. Automap benutzen. Da sehe ich dann, wo ich hier so lang komme, was es hier so gibt. Und Options. Okay, würde ich sagen, wir gehen mal ein Stückchen vorwärts. Oh, die Grafik ist aber, das ist aber seltsam. Seht ihr diesen Schimmer, der hier so rüberläuft? Okay. Anything you need? Diese Monster, die hier andauernd angreifen, stören mich bei meiner Arbeit. Ich bin Wassmann, ein Gelehrter, der das Ember studiert. Möglicherweise hast du ja mehr Mut als diese ganzen Minenarbeiter hier, wenn du tapfer genug bist und mir ein Stück von dem Eaming Ember bringst, dann werde ich dich gut belohnen. Ja, alles klar. Erste Quest. Level 1, Duran der Verschmelzungsmeister. Kombiniert Schätze, um neue Gegenstände zu erschaffen. Okay. Hello there! Ich kann mich nicht konzentrieren bei den ganzen Monstern hier. Wenn du ein paar Gegenstände kombiniert haben willst, musst du später wiederkommen. Okay, ich muss gucken. Auf 1 kriege ich Lebensenergie, Gesundheitstrank. Hab sicherlich auch Abklingzeit und auf 2. Da ist ja noch ein Typ. Die sind ja nur. Gibt es gar keine Monster? Anything you need? Ember ist unerlässlich für meine Arbeit, aber diese Monster machen es unmöglich, in die Minen zu gehen. Ich bin Goran, der Verzauberer. Für einen gewissen Preis kann ich deine Waffen mit der Magie des Ember erfüllen. Okay, sehr cool, Verzauberer. I've got the finest cut gems. Wenn diese Seherin nicht angekommen wäre, um die Monster zu bekämpfen, dann hätte ich meine Edelsteine geschnappt und hätte die Stadt schon lange verlassen. Bitte hilf ihr, wenn du kannst. Ich kann. Yes, we can. Okay, wo ist der erste Gegner? Hier kann ich ein Item platzieren, um das Haustier zu füttern. Muss ich gucken, dass es auch fit ist. Oben links, ihr seht es hoffentlich. Haustier in die Stadt schicken, um die Items in seinem Inventar zu verkaufen. Ist ja geil. Ich kann das. Ich brauch's gar nicht, auf aggressiv setzen. Das Haustier auf defensiv setzen. Das Haustier auf passiv setzen. Okay. Vorratskiste. Da kann ich Sachen speichern. Dies ist deine Truhe. Du kannst deine Gegenstände zur längeren Aufbewahrung hier lassen oder auch wenn dein Inventar zu voll wird. Sehr geil. Und wen haben wir hier? Hail. Das ist das Handelsfenster. Ziehe Gegenstände von der linken Seite zur rechten, um einen Gegenstand zu verkaufen. Okay, alles klar. Ist alles sehr Comic-like. Und ich hoffe mal, das Geschnetzel ist ebenso spannend und interessant.
guck mal auf der Map. Wie war denn die Map? Ich glaube W, ne? Oder A? Ah ja, A habe ich eine Map oben rechts. Und hier habe ich eine unten. Das ist mein Pad. Das ist die Stadt, die erste sozusagen. Und dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal, wo der Pfeil uns hinführt. Ich lasse oben rechts mal die Map eingeblendet. Oh ja. Da muss ich mal aufpassen, hier unten die ersten Monster. Ja, die haben schon in sich. Brink, over here. Ich kann sie nicht noch länger aufhalten. Rest here a while. Ist in Ordnung, Sil. Hol dich hier eine Weile aus. Ich gehe weiter und erledige die Arbeit. Alles klar, ja, er will die Arbeit erledigen. Oh, ist sie jetzt tot? Ah, ne, sie steht schon wieder. It's no wonder Master Ulrich sent for my help. The Ember Mine. Ich bin Sil und das war mein Mitstreiter, Brink. His letter was urgent, but I had no idea how dire things had become. I am Sil, and that was my companion, Brink. Okay, ich soll zu Brink eilen und ihm helfen. Und das ging jetzt eben auch schon richtig heftig voran. Also ich habe schon ein bisschen Leben verloren gleich. Ich muss mich wirklich in Acht nehmen, Leute. Spiel, wie gesagt, die höchste Schwierigkeitsmodi von Torchlight Blind. Eigentlich total bescheuert, aber. Arrived in Torchlight and ist aber begun egal. My exploration of the tunnels below. These mines are. Ja. Geschichten brauchen wir nicht. Wir wollen häckseln, wir wollen metzeln. Wer Geschichten möchte, ist hier absolut fehl am Platze, liebe Leute. Die erzähle ich euch ein andermal. Da gibt es ein bisschen Gold, da gibt es Spinnen. Da gehen wir erstmal zu den Spinnen, würde ich sagen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Deine Gesundheit ist niedrig. Um dich zu heilen und einen vorzeitigen Tod zu verhindern, rechtsklicke auf einen Gesundheitstrank. Um ihn zu trinken. Ja, ist klar, ich weiß. Ich kann ja auch mal einfach zurücklaufen und mich regenerieren. Wenn ich ein bisschen stärker werde, dann ist das nicht mehr so problematisch. Ach du heilige Leute, also. Ich muss euch die ganzen Gesundheitstränke hernehmen. Heidewitzka, also. Ich trinke jetzt mal einen. Bisschen Gold ist da, Lederschärpe ist da. Ich guck mal gleich. Ich muss ein bisschen langsamer vorgehen. Damit ich nicht gleich drauf gehe. Stadtportalrolle, zwei Stück. Zauber, Fische, Ausrüstung. Habe ich nicht eben ein Leder-Dingsbums aufgesammelt? Also mir war so, als hätte ich eben irgendwas auf. Ach, bestimmt ein Inventar. Ist doch das Inventar. Ja, doch, hier ist er doch schon drin. Ah, ziehe ich sofort an. Okay, sehr gut. Wird instant ausgerüstet. Alles klar. Okay, ich habe jetzt noch, glaube ich, eine zweite Waffe bekommen. Ich gehe nochmal zurück, gucke mir das an, bevor ich mich einfach in die Masse reinstürze. Mit Tab, ich gehe mal auf I. Small Bombard, requires Level 2 muss ich erst sein, um das auszurüsten. Da kann ich auf Distanz ein bisschen schießen, sehr gut. Dann brauche ich mich nicht direkt reinbegeben. Alles mitnehmen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das sind die Essen. Unten ist meine Erfahrungsstufe. Ich könnte noch ein bisschen Erfahrung gebrauchen. Oh, jetzt habe ich Mana verbraucht. Der greift meinen Hund an, okay. Kann ich ja gar nicht ab. Oh, es hat mir jetzt sogar, glaube ich, Schaden zugefügt, das Ding. Ich habe bloß 2 Tränke, ich will die nicht zu früh verbrauchen. Klemm. Oh, okay, alles klar. Vorsicht, es geht gleich richtig vorwärts. Du hast einen magischen Gegenstand entdeckt. Es ist noch nicht identifiziert, wodurch deine magischen Fähigkeiten noch nicht bekannt sind. Okay, alles klar. Identifiziere es, indem du in die Identifikationsrollen rechtsklickst. Alles klar. Mana ist low, das weiß ich. Da ist noch ein Skelett. Oh. Den Helm habe ich auch gleich auf. Sehr cool. Also ich weiß nicht, wie lange ich hier. Ich kann es ja mal auf Semi-Hardcore spielen, indem ich einfach trotzdem nicht versuche zu sterben.
Versteht, wie ich meine? Obwohl es kein Hardcore ist, versuche ich trotzdem mal. Was ist denn mit dem Fishing? Kann ich angeln? Leer. Cool. You caught nothing. Okay, gleich nochmal. Mal gucken, was passiert. Ob jetzt hier, wenn es so ist, dann Fisch kommt oder was? Müssen wir warten müssen. Für den Hund oder wie? Keine Ahnung. So. Jetzt ist der A. Wieder leer. Okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir gucken nochmal, ob es nochmal geht. Ich hatte eben, glaube ich, was. Es hat so ein bisschen vibriert und ist eng zusammen geworden. Man muss es ja mal... Da. Nee. Gibt's das? Ist das cool? Wir warten nochmal. Wieder nix.